Apps sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auf modernen Mobiltelefonen existieren Apps für eigentlich alles. Eine App, die versucht, unsere Innenstädte wieder zu beleben, ist da aber schon etwas Besonderes. Der Remscheider Agenturinhaber Oliver Hamann hat zusammen mit der Wuppertaler Werbeagentur Wolf und Biere eine App entwickelt, die dem User, abhängig von seinem aktuellen Standort, Informationen aller Art zukommen lassen kann. Die Mein Remscheid-App ist vor allen Dingen als Gemeinschafts-App erstmal interessant, weil wir nicht nur Informationen anbieten können als Plattform, sondern eben halt auch Interaktion mit den Kunden. Das heißt also, wenn dein Geschäft geschlossen ist, kannst du trotzdem mit deinen Kunden Kontakt aufnehmen oder eben Interaktion abverlangen, wenn denn diejenigen User dann Lust dazu haben. Das System funktioniert über sogenannte Beacons. Beacons sind Bluetooth-Funksender, die eine standortbezogene Bereitstellung relevanter Inhalte ermöglichen, egal ob im Freien oder innerhalb von Gebäuden. Bärbel Beck vom Modehaus Johann ist eine der ersten Einzelhändlerinnen, die die Vorteile der App für ihre Kundschaft nutzen möchte. Es wächst eine junge Generation nach, für die es ganz normal ist, im digitalen Zeitalter zu leben und zu erleben. Und wir wollen mit der digitalen Zeit mitgehen. Auch über die Beacon-Technologie Mein Remscheid hoffen wir, dass die jüngere Generation dort Anschluss findet und wir über ein Casting oder über Aktionen diese Generation wieder in unsere Fachgeschäfte zurückholen, weil wir auch Mode natürlich ermöglichen, die erlebbar ist. Die App Mein Remscheid soll dabei keineswegs als reine Verkaufs-App dienen. An öffentlichen Plätzen können die Beacons zum Beispiel Informationen über die Geschichte des Ortes mitteilen. Wir wünschen uns in jedem Fall einen ganz großen Mix aus kommerziellen und nicht kommerziellen Anwendungen. Nur dann wird die App für Remscheiderinnen und Remscheider wirklich lebendig werden und mit einem hohen Mehrwert versehen sein. Wir haben zum Beispiel Radio RSG als Kooperationspartner gewonnen. Wir werden da Remscheider Lokalnachrichten abbilden können. Auch wenn man mit der App jetzt nicht irgendwo unterwegs ist und auf irgendeinen Teilnehmer wartet mit der Push-Nachricht, kann man dann also auch die App nutzen, also mit Nachrichten, mit Wetter, mit vielleicht wichtigen Informationen aus der Stadt heraus, die halt eben für die Bürgerinnen und Bürger interessant sein können. Die App soll ab Mai sowohl für Android als auch iPhone-Nutzer kostenlos zur Verfügung stehen.